Hallo, hallo, hier ist Marvel 1972 von den Nomads. Heute mal so ein paar Runden Action mit dem Jagdpanzer. Ich zeige euch einfach mal so ein paar Spiele und was man damit machen kann. Jagdpanzer EN100, Stufe 10 Panzer, Deutsch, richtig schweres Teil. Und das Ding lebt eigentlich nur von der Attacke. Ich versuche hier dem Team erstmal zu sagen, dass wir klassisch nach links gehen wollen. Ich will auf die TD-Position und dann mal so ein bisschen hochballern. Dann schauen wir mal, was passiert. Aber hier ist eine Karte, da kann sowas nach hinten losgehen, wenn der Gegner jetzt nicht zu C, also nach links von hier aus gesehen geht, sondern nach A, dann steht man erstmal ein bisschen im leeren Rund. Okay, das muss man schnell genug checken und dann die Sachlage ein bisschen anders begreifen. Also das ist jetzt echt dämlich von dem Schieftern, weil er ja wusste, wo ich hin will. Links vorbei wäre ja Platz gewesen. Lassen wir es mal. Ich hau da mal blind ein bisschen was rein. Gleich. Bin ich aufgegangen? Man weiß es nicht. Das ist noch ein Gegner. Und jetzt geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Und jetzt vermögen wir die Foch. Jetzt geht's an die Maus ran. Unser LVB hat auch super mitgespielt hier in der Runde. Und jetzt wollen wir die Bäckchen von der Maus ein bisschen. Und dann nehme ich gerne im Tausch auch eine 382er Schelle. Und dann hat unser LVB wahrscheinlich schon ein bisschen rumgehalbert. Und and I love when the LVB is rumhammering. So, also, weiter geht's. Da steht ein voll aufgeladener ST. Und eine Grille. Grille ist immer geil. Flux HE rein. Der bildet zu. Sehr schönes Ding. Boom. Max Roll 1,5. Ich meine, der kotzt einfach. Spiel zu Ende. Weiter geht's. Ich will den gar nicht mehr haben. Da ist gar kein. Nichts mehr zum Abknabbern war dann im Knochen. Da ist die Grille nochmal wieder. Jetzt ist jetzt der Platz. Und dann 636, absoluter Low Roll. Na gut, war der Ausgleich für den Grilleschuss. 5200 Schaden gemacht. Ich will es euch gar nicht weiter zeigen. Nächste Gameplay. Antike Pyramiden, gleicher Panzer, gleiches Spiel. Ich möchte nach links fahren. Sagt das dem Team auch. Und da ist gleich ein E100, der macht natürlich sensationelle Teamarbeit. So macht man es. Erstens nicht losfahren am Start. Und dann in die falsche Richtung. Und das ganze Team will nach links fahren. Und das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man eine Kanone, wie man sich selber aus dem Spiel auch rausnimmt. Ja, entweder er trifft er jetzt auf das ganze gegnerische Team, dann machen die ihn weg. Oder er hat nichts zu tun und kann auch nirgends hinkommen und uns helfen, weil er so weit weg ist, bis er hingefahren ist, ist das Gefecht zu Ende. Auf der Yamato, das Gefecht hat auch nur so 3-4 Minuten gedauert. Und wenn so ein Jagd E100 so richtig reinrümmelt, dann ist das auch so.
Also da kommt ganz was Leckeres. So ein AMX verträgt natürlich AE. Die schieße ich da mal gerne rein. So. Wir brauchen 170. 431er im Tausch. Machen wir. Die ist halt nicht geklappt. Junge, ich habe einen Reload, das weißt du doch. Ah, weiß er nicht. Okay. Ich glaube, jetzt überlegt er sich weg da. Das war nicht klar. So, die ersten 2230 haben wir uns schon noch reingeknuspert. Lecker. Hey, weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich nach links gehen soll, richtig helfen. Oder da rechts. Ich will nicht so ins Kreuzfeuer geraten. Das ist natürlich immer schwierig. Ich würde gerne da unten helfen, dass FVB wegnackse. Aber ich will nicht da unten runter und man kommt nie wieder hoch mit dem Panzer so schnell. Jedenfalls nicht. Ja, die fahren da runter. Denke ich mir. Rechts ist auch noch ein leckeres Flugzeug. So. Knabbern wir mal noch an diesem STI rum. Schönes Frühstück. So, weiter geht's. Da unten ist noch richtig was zum Knabbern. Und so ein E100 braucht auch richtig Futter. Was so eine HE in so einem FVB auch für Schaden macht. Knusper, knusper. Auch lecker. Geht kein HE rein. Kann man machen, ne? Voll an der Seite. Naja. Aber ich habe noch was für dich. Geht immer noch kein HE rein. Auf die alte Art und Weise machen. Immer so ein kleiner Snack zwischendurch. 4500 Schaden. Zusammengeballert. Und auch hier weiter geht's. Abstellgleis. Perfektes Ding für so einen TD, wenn das Team mitspielt. Ich sag dem Team, wir wollen hier rechts so ein bisschen rumgucken. Ich mache hier absichtlich ein bisschen Bäume, dass die auch sehen, dass ich da bin. Also, wenn sie denn gucken oder aufmerksam sind, dass sie es auch sehen. Ich möchte, dass der Gegner ein bisschen auf mich schießt. Unser Jagd-E prallt jede Menge ab. Und wenn ich Schüsse abkriege, gibt es mein Team nicht ab. Auf die Entfernung sind die alle so ungenau. Bei uns eine Menge. Ich halte auch ein bisschen was aus. Wieder ein FVB bei mir. Schau mal. Also ran an die Marie. Ja, da war ich zu hektisch, eben ist das Gefahrenkreuz und dann habe ich trotzdem 900er Begrüßungsschell erstmal reingedrückt. Der will sich natürlich revanchieren, den Versuch. Bums. 640er. So war der Plan. Da geht nix. Also für meinen Geschmack ist mein Team hier ein bisschen zu passiv. Wenn die ein bisschen pushen würden, wäre ich schon da vorne. Aber die wollen nicht so richtig. Ja, der ist leider ein Haus zu weit hinten. Und wieder 640 verschenkt. Ich möchte ihn jetzt sicher machen, habe auf Heat umgeladen. Brauche ich eigentlich gar nicht. Aber da geladen. Wollen wir den Typen da am Ladehebel. Ja, das war unachtsam von mir. Irgendwo steht da was. Wo ich nicht drauf schießen kann. Oder was nicht offen ist. Da irgendwo, aber. Ja, da ist es. War glatt so ein Waffenträgerchen, der da so rumgeeiert ist. Ja. Die HE gemacht. So, und dann wird es auch eigentlich schon Zeit für die Attacke. Wir müssten jetzt mal los.
kleine tausender Begrüßungsschelle reingedrückt. Yummy, yummy, yummy. Ich will einen besseren Winkel einfach nur haben auf den Dinger. Will gar nicht jetzt ranfahren erstmal. Dachte mir, da geht noch was. Tau einfach mal blind was in den Busch. Dann geht's aber auch wirklich los jetzt. Was ist da los? Hallo? So, jetzt ab nach vorne. Ist auch nicht mehr viel Schaden zum Wegknuspern. Ja. Weiß nicht, ob ich getroffen habe. Ich glaube nicht. Zu weit rechts gestanden. Nochmal Pech gehabt. So, das war's. 2300 war zerquetschte. Nicht so eine erfolgreiche Runde. Viel zu lange auch rumgekämpft für meinen Geschmack. Aber ich brauche ein Team, was da mitzieht. So, jetzt geht's auf Weinberge. Ich glaube, die Spiele sind auch alle so genau hintereinander weggekommen, die ich euch jetzt zeige. Ja, auf Weinberge gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt in die Stadt oder man fährt ja, linksrum in diese Ruinen. Nennen wir es mal so. Aber eines muss man immer tun, B holen. Schnell. Der schnellste Panzer muss B holen. Also solange es Herrschaft natürlich ist. Ist auch klar. So. Und ich überlege mir schon mal, an was kann ich jetzt rumknabbern. Ja, ich weiß nicht so recht. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Eine große Karte. Man weiß nie, wo die so rumstehen. Aber so zwei, drei Autoloader würde ich gerne auch anknabbern. Das Objekt 263. Hm. Ja, das uns überlaschen. Manchmal guckt hier so einer rüber. Das wäre lecker. Ist aber nicht. Okay. Ich muss gleich auch mal frühstücken. Wirklich Hunger auch. Tja, da haben die das schon für mich gemacht. Aber das noch mehr. Und okay. Das sind zwei Kombinationen, die nicht gut sind. Wir auf dem Jagd E100 treffen. Muss ich hier crossen. Das Risiko gehe ich ein. Schnell durch, gar nicht erst gucken und dann aber los. So. Ich will mal 1000 rausschießen. Das geht nicht schnell. Komm. So. Ich kann leider nicht weiter vorfahren, da ist der Team irgendwas. Team super mit dabei. Der wird schneller oder ich weiß nicht. Das ist ein schlechtes Aiming. Schade, schade. Ich hätte gerne was rausgebracht. Ja, ich habe mich nicht getraut zu drücken. Das wird vielleicht noch bitter bereut werden. So mit diesem scheiß Waffenträger mich rumrockeln. So. Und unser AMX fährt da voll YOLO drauf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Klar, drei Schuss drin, aber die reichen wohl nicht. Selbst wenn HE reinsammeln. Ich weiß nicht, ob das HE ist. So, wieder einen Schuss verschwendet. Schade gemacht. Ja. Da geht man hungrig von so einem Gefecht nach Hause. Aber was soll ich jetzt hier noch wegkloppen? Bis ich irgendwo da bin, ist die Party vorbei. Glaubt ihr denn? Ja. Berghoch geht dieses, weiß ich nicht, wie viel Tonnen Monster auch überhaupt nicht vorwärts. Ich überlege hier gerade schon noch, holst du noch A? Nur so zur Safety, falls da hinten dieser Chieftain, der da noch links rum eiert, so ein bisschen länger lebt. Und dann denke ich mir, naja, vielleicht kannst du noch was am Chieftain abknabbern. Pustekuchen. 800 Punkte, man sieht da was passieren. Und meine Büchse ist nicht schnell. Und ich hätte besser wahrgenommen.
Zum Glück haben die sich dann da auch überlegt, mal auf den Schießstand zu schießen. Geht auch und treffen auch. Ja, 1100 Schaden. Nix. Aber gewonnen. Und ich war noch ganz gut beisammen auch. Also ich hätte noch Reserven gehabt. Ne? So, jetzt geht's Oasenpalme. Und ich war schon ein bisschen, sagen wir mal so, ein bisschen, jetzt muss aber was gehen. Jetzt schreibe ich meinem Team auch gleich, dass wir hier rechts hoch wollen und die einfach hinter mir herfahren sollen. Weil hier ist jetzt im Gegnerteam auch nichts, was so richtig schlimm ist. Also ein E100 vielleicht, ja, Grille, naja. Aber hier ist nichts, was tausender Schellen auspackt. So. Und dann können wir da mal ran an die Mappe. Und sehr schön, Foch auch aggressiv gespielt, genauso gehört jetzt der. Und eine Badget. Da würde ich gerne HE reinknallen, aber ich habe die dumme Befürchtung, da ist nichts mehr über, bis ich da bin. Und da habe ich was Besseres gefunden. Da links ist ja auch schon was gut. Nehmen wir dem Team mal ein bisschen Druck aus der Flanke. Schade, der T30. Aber der T30, ich bin ja offen, weiß, wo ich bin eigentlich. Würde er gucken. Zwei Panzer weniger im roten Team. Ist nicht so schlimm, weil der dritte, der Leopard, ist auch gleich noch weg. Spätestens jetzt weiß man, dass das rote Team was falsch gemacht hat. So, der WZ hat jetzt auch nochmal schon richtig Glück. Ich hätte ihn nehmen sollen, die wäre durchgegangen. Aber er hat sie ja vielleicht überlebt. Aber ja, dieses Team ist gut. Ich schalte um auf eine Heat oben im Turm, darf man das machen, weil gerade auf die Entfernung. Er hat eine HE genommen, war auch guter Schaden, den er gemacht hat. Ich ärgere mich schon, dass ich nicht auf die Grille abgeaimt habe, aber ich will da helfen. Der IS-4 ist schwer zu machen, ich muss da ran. Rechte Seite ist ein bisschen kritisch, gucke ich jetzt schon, dass ich nicht Schüsse von der Seite kriege und dann aber abgehe. Er sieht mich noch nicht mal, aber er wird mich gleich spüren. So, rechte Seite, aufpassen. Lass mir lieber einscheppern vom. Jetzt kommt der da vorne vorgefahren, der hier 100, aber der ist, das habe ich aber erst später gecheckt, blind wie eine Flunder. Braucht man sonst nicht drum kümmern. Ich habe es dann aber irgendwann gereiht. Das ist so, ist der One-Hit, brauche ich mich nicht drum kümmern, will ich lieber das hier machen. Ne? Zu spät. So, jetzt sind nur noch zwei Autos da. Ich lade schon mal nachher eh gleich für den. Aber. Brauche ich nicht. Dafür ist die Grille aber noch so schnuckelig. Full HP Grille. Saftiges Teil. Die einen legen sich so ein schönes argentinisches Rinderfilet auf den Weber Grill und ich hole mir so eine schöne Grille aufs Kanonenrohr. Entscheidet euch doch jetzt mal für eine Seite. Na, endlich. Guckst du, schießt daneben. Den haben wir fertig gemacht. Und nochmal 1200. 3500. Naja, es geht so. Ja. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn immer der ganze Krams schon kaputt ist, bevor ich ankomme mit meinem Panzer. Aber aggressiv ran, läuft die Marine. So, jetzt haben wir hier noch Malinowka im Winter. Das ist das Nummer 6 schon. Und dann haben wir keine Viertelstunde. 6 Spiele durch, 6-mal gewonnen. Kann man nichts sagen. Also, ich habe denen gesagt, was wir machen wollen. Rechts, volles Rohr, push. Hier ist auch wieder so, wir haben 2 Grille. Wenn die offen sind, sind die auch Schrott. So, und die lassen wir jetzt gar nicht sich irgendwo einbuddeln oder so.
Wenn so eine Grille sich erstmal eine schöne Pose überlegt hat und da so ein taktisches Gemützel macht, kommt kurz vor, knallt eine 600er Schelle raus, verschwindet wieder. Das bringt es einfach nicht. Und da habe ich keinen Bock drauf auf sowas. Schön in die Kette reingeknallt. Ich wollte aber nicht noch mal weiter voräben, dann wäre der Zielkreis wieder, also wie man es auch macht. Ja, war nicht so gut von mir. Ich muss ranfahren, Jungs. Ne? Das dauert. Aber so eine IS-8. Da schon mal erzähle ich richtig durch so eine AP. Ich meine, die geht links rein, kommt rechts raus, geht nach meiner Kurve. Und war das eine HE? Und der ist mit einer HE gebaut, mit null Schaden. Ah ja, okay, kann passieren. Hat vermutlich nicht auf mich geschossen. Ja, hier war ich unflüssig, habe mich dann aber für eine AP entschieden. Oben auf die Controller reicht auch. Also kann man auf jeden Fall mit AP. Bei diesen T110 irgendwas Panzer bin ich mir nicht so sicher. Ich habe ja so eine Spezialkapola. Also, selbst der Umhang von Harry Potter ist da besser geschlüsselt und aufgeklärt als die Kapola von diesen amerikanischen Panzern. Das ist ein Mysterium. Und aus voller Fahrt mit der, einer der ungenauesten Kanonen, die es überhaupt gibt, voll reingesammelt. Okay, da ist eine Grille. Komplett am Spawn. Ich denke, AFK, was auch immer, kann ich jetzt nicht hingucken. Ich muss mich erstmal gucken. Wir haben einen verloren bei uns im Team. Das geht so nicht. Bumsen. Tausende Euro. So ein Ding kriegst du, das Spiel für dich auch vorbei. Da ist jetzt schon nichts mehr zum Abknabbern. Denke ich mir, machst du noch ein bisschen was an der Grille. Geht auch. Jetzt ist doch noch was zum Abknabbern da. Mach ich auch. Gerne. Schöne AE. Oben irgendwo in den Turm rein und tschüss. Wieder ein Abschuss für uns. Kann man so machen. Also ich mag's. Ja, 4000 nochmal. Und so geht's dann ziemlich schnell zu Ende. 6 Runden, 6-mal gewonnen. Läuft. Wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat wie mir, Daumen hoch. Genau. Und jetzt abschalten. Tschüss.